place to rest my head. Not gonna waste my life dreaming of a day. I won't stand up and let you break my bones. I gotta learn to quit and fighting with the ghosts. Mein Name ist Marco Fries und ich komme aus Rostock. Ich bin 1982 geboren und hatte eine schöne Jugend, bis zu dem Tag, an dem mich die Außerirdischen besuchten. Obwohl, eigentlich war sie nur für meinen Bruder Timo nicht erträglich, denn er hatte die größten Probleme damit. Ich weiß, es hört sich komisch an, es geht um eine außerirdische Verschwörung. Hunter, ein stinknormaler Jäger, war irgendwie darin verwickelt. Er sah ein UFO über Brasilien. Hunter sah, wie dieser Lichtball in der Luft wilde Loopings machte. Und dieser Lichtball schoss direkt nach Berlin, wo mein Bruder und ich im Hotel waren. Dort sprang mein Bruder aus dem Fenster, weil es nicht mehr aussieht, ständig vom Auslöschen entführt zu werden. Ich wollte ihn retten und rannte ihm hinterher. Doch keiner sollte mir später glauben, dass er überhaupt gesprungen war. Er war vor mir in einem hellen Lichtschein verschwunden. Und vor meinen Augen tauchten die Schriftzeichen auf, die er auf Papier gekritzelt hatte, kurz bevor er gesprungen war. Sie wollen mir also erzählen, dass Sie von Aliens entführt wurden? Ja, ich weiß. Viele glauben nicht an die Existenz von außerirdischem Leben. Aber ich weiß, dass es sie gibt. Wir wissen es. Sie sind uns schließlich schon begegnet. Es war eine tolle Erfahrung. Bist du irre? Es war schrecklich. Ich werde es nie vergessen. Naja, sie haben uns entführt. Aber dir haben sie doch sogar das Leben gerettet. Weißt du das nicht mehr? Klar, aber ohne sie wäre ich gar nicht durchgedreht. Stimmt, man springt nicht einfach so kopfüber aus dem Fenster. Mach keine Witze. Das ist nicht lustig. Außerdem sind wir beide deshalb in der Klapse gelandet. Findest du das etwa komisch? Komisch findet das keiner, aber sie müssen sich beide darüber im Klaren sein, dass sie krank sind. Psychisch krank. Das heißt aber nicht, dass wir uns wirklich alles eingebildet haben. Vielleicht nicht alles, aber einen großen Teil. Haben Sie es denn noch nie in Betracht gezogen? Es muss Ihnen doch auch komisch vorkommen, oder? Klar, besonders nach der Gehirnwäsche im Krankenhaus. Genau. Marco, haben Sie so mit Medikamenten vollgepumpt, dass er regelmäßig zusammengebrochen ist? Genau. Du wiederholst dich, Marco. Genau. Was ist? Manchmal sind Sie einfach zum Schießen, Herr Rück. Das heißt Herr Doktor. Ich weiß. Dann ist ja gut. Hier gehen wir respektvoll miteinander. Ja, Papa. Also Herr Frese. Und was heißt überhaupt, wir gehen hier respektvoll miteinander um? Herr Dr. Lück. Wissen Sie noch, wie Sie mich spritzen wollten und Ihre Kollegen mir das Kissen auf den Kopf gedrückt haben, damit ich stillhalte? Hä? Wissen Sie das noch? Das haben wir doch schon besprochen. Sowas würden wir hier nie tun. Das müssen Sie sich eingebildet haben. Ha! Bleib ruhig, sonst steilen sie dich wieder fest. Er ist ja ruhig, oder, Herr Frese? Welcher? Das Wissen. Ach, wirklich? An ihnen beiden ist wirklich Hopfen und Malz verloren. Die kommen hier nie wieder raus, oder, Herr Lück? Das könnte ihnen so passen. Wenn wir die nicht loswerden, lasse ich mich selbst einweisen, aber auf gar keinen Fall in diesem Irrenhaus hier. Schade.